Die Schulleitung des Helmholtz-Gymnasiums heißt euch herzlich willkommen. Mein Name ist Joachim Schmidt. Mein Name ist Dr. Petra Weißenfels. Ich bin die stellvertretende Schulleiterin hier. Wir sind Ganztagsgymnasium in Dortmund und seit 2020 sind wir Talentschule NRW für kulturelle Bildung. Und sind schon seit ewigen Zeiten windfreundliche Schule und arbeiten daran. Ja, am besten ihr kommt mal rein, wir haben viel zu bieten und guckt euch an, was für euch bereitsteht. Zu dürfen. Wir, das ist das Team von der Erprobungsstufe, wir werden euch in den nächsten 2 Jahren im Hintergrund begleiten, bei allem, was ihr so erfahren werdet. Wir können es kaum erwarten, euch bei eurem nächsten Schullaufbahnabschnitt zu begleiten. Und hoffen, dass wir euch alle persönlich im Februar kennenlernen dürfen bei der Anmeldung. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss! Tschüss! Hallo, ich bin Mami. Hallo, ich bin Aya. Und wir zeigen euch, was wir fachenglisch in der Schule so machen. Im Englischunterricht lesen wir auch viel, zum Beispiel im Englischbuch oder auch komplette Geschichten. Ab der Klasse 6 bekommen die Schülerinnen und Schüler ein iPad, mit dem sie im Englischunterricht arbeiten. In der Billy AG arbeiten wir oft kreativ mit der englischen Sprache. Wir machen zum Beispiel Präsentationen. This is our school, Helmholtz Gymnasium. I love my school because it has got many different rooms. The school is big. The school has got 4 floors. We have many subjects, for example, maths and English. My favorite subject is maths. Oder wir singen Lieder. See the tins and jars and packets, this is how we serve ourselves. In der Klasse 9 und 10 fahren die Billy-Klassen zur Klassenfahrt ins englischsprachige Ausland. Da geht's zum Beispiel nach Oxford oder Dublin. Auch in der Oberstufe gibt es Studienfahrten, zum Beispiel nach London oder Edinburgh. Hallo ihr Lieben, ich bin Anna Schäfer. Und ich bin Alexis Kuhn. Und wir beiden sind für den Ganztag zuständig. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was den Unterricht bereichert und außerhalb des Unterrichts stattfindet, wie zum Beispiel die AGs. Oder auch um Dinge, die zu den Lernzeiten gehören, wo man solche Lärmschutzkopfhörer bekommt von uns. Und bei uns gibt es den Lernplaner, in dem man alles eintragen kann und alles nachlesen kann, was an unserer Schule wichtig ist. Zum Beispiel den Schulvertrag, welche Regeln gelten, wie die Lehrerinnen und Lehrer heißen. Hier kann man seine Aufgaben eintragen und vieles, vieles mehr. Das ist ein richtig schönes Heft, das wir jedes Jahr ein bisschen verändern und immer besser machen. Und es gibt bei uns vom Ganztag zum Beispiel die Spielekisten. Dazu sagen wir aber nachher im Video noch ein bisschen mehr. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Hallo, ich bin die Nur und bin in der 5. Klasse und heute würde ich euch gerne das Sekretariat zeigen.
Schülerin von mir ist die Maske kaputt gegangen. Ich wollte fragen, ob ich eine neue kriege. Ja, die kannst du wieder einmal wegnehmen. Danke schön. Ja, bitteschön. Schönen Tag mehr. Tschüss. Heute zeige ich euch den Hausmeister. Hallo, ich bin der Miran aus der 5D. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir brauchen ein bisschen Papier und Seife. Guck mal, Papier steht da vorne. Seife geben. Bitte sehr. Danke. Und wir brauchen auch Kreide und einen Schwamm. Kreide steht da vorne. Schwamm gebe ich dir. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Hallo, also ich mache hier gerade die Matheaufgabe auf der Seite 56 Nummer 4a. Das ist genau die Aufgabe und wir müssen den in unser Heft einspiegeln und dann mit einer Symmetrieachse ziehen und dann das spiegeln auf der anderen Seite. Und in der Lehrzeit läuft es halt so ab, dass wir meistens einen Lehrer haben. Ich bin der Dienst für die Lehrzeitaufgaben und schreibe die immer auf. Und dann muss man die halt in Lehrplan eintragen. Und wenn man fertig ist, sollte man sich melden und die Lehrer kommen und machen hier eine Unterschrift, damit die Eltern wissen, ob man noch Lernzeit hat oder nicht. Ich hole mir jetzt die Lernschutzkopfhörer, weil damit kann ich mich besser konzentrieren. Hallo, ich hätte gern ein Schokobrötchen. Erzählen wir doch mal den Kindern, die zuschauen, unser Klassenraum, wie haben wir den denn gestaltet? An der Wand über der Tafel, da sind unsere Masken des Grauens. Das haben wir in dem Fach Mathe gemacht. Also bei Englisch und Englisch hatten wir erstmal unsere Fantasiehäuser gemacht. Da durfte man sich Häuser fantasieren und Texte darüber schreiben. Dann haben wir unsere Profile gemacht. Okay, was haben wir da an der Tafel? Wer kann das mal erklären? Hier an der Tafel können wir unseren Stundenplan sehen.
wir dann nichts mehr zu tun haben. Dann können wir uns von da ein Buch aussuchen und dann können wir halt lesen. Genau. Und zum Beispiel haben wir hier naturwissenschaftliche Bücher über Dinosaurier oder Geschichtsbücher oder Comics oder Romane für Kinder. Nur da ist ganz viel dabei. Und dann haben wir hier noch was ganz Besonderes. Das haben auch alle Kinder bzw. alle Klassen bei uns. Wer erzählt uns denn mal, was das hier ist? Das könnte die Hebamme machen. Was haben wir denn hier? Das hier ist unsere Spielekiste und die Spielekiste benutzen wir im, also wenn es eine Regenpause gibt oder an besonderen Klassenleiterstunde. Und da dieser Deckel. Ja, zeig mal ruhig. Kannst mal in die Kamera halten. Also das ist der Deckel und wer dann ein bestimmtes Spiel aussuchen will, der muss seinen Schülerausweis auf das bestimmte Spiel drauflegen. Genau. Zum Beispiel. Ich nehme jetzt Bubble Bomb. Und dann würde ich meinen Schülerausweis hier hinlegen und dann sehen nämlich alle, dass ich mir das ausgeliehen habe. Und wenn nachher irgendwas fehlen sollte, dann kann man zu mir hingehen und sagen, hör mal, du hast hier einen Stein verbaselt. Ne? Den müssen wir jetzt irgendwie bei dir wieder finden. Aber, nimm, guck. Aber wenn man zum Beispiel seinen Schülerausweis vergisst, kann man also 2 Euro dranlegen. Das geht auch, genau. Wobei man den Schülerausweis natürlich immer am besten dabei hat, weil man ja zum Beispiel mit dem Schülerausweis auch auf die Toilette geht. Ne? Zeigen wir euch den Sozialarbeiter. Hallo Tuana. Hallo Onkel. Ich hätte eine Frage zum BOT. Gerne. Möchtest du reinkommen? Ja. Okay. Vorsicht. Komm einfach mit. Nimm mal hoch. Nimm mal best dahinter Platz. Jetzt zeigen wir euch unsere Kantine, wo wir Mittag essen. Morgens ist es immer leer, aber mittags ist es sehr voll, weil viele Klassen Mittag essen. Was? Es gibt vegan und es gibt auch einmal mit Fleisch, aber ohne Schweinefleisch. Also alles ist halal. Ja. Vielleicht könnten wir euch einmal die Küche zeigen. Also hier ist der Eingang von der Küche und Kinder können halt nicht hier rein, hier nur die Erwachsenen. Der individuellen Förderung, das sich an Kinder der Klassen 5, 6 und 7 richtet. Es findet immer dienstagnachmittags in der Aula im Gebäudeteil A statt.
Die Kinder melden sich vorne an. Sie haben einen Lernbüroausweis, suchen sich einen Platz. Jeder hat einen großen Doppeltisch. Und sie können sich Lernjobs und Materialien an der Materialtheke ausleihen. Ein Lernjob ist ein laminiertes Heft oder auch ein auf dem iPad gespeichertes Heft, in dem man Aufgaben zu verschiedenen Themen von Mathematik, Deutsch und Englisch und Lernen findet. Viele dieser Aufgaben werden unterstützt durch Materialien, die man sich an der Materialtheke ausleihen kann. Es sind ganz tolle Lernspiele und Aufgaben, ganz viel Laminiertes und Selbstgebasteltes dabei. Herzlich willkommen am Helmholtz-Gymnasium. Ich bin hier für den Stundenplan verantwortlich. Und wenn du am Helmholtz-Gymnasium bist, kannst du den Vertretungsplan auch jederzeit mit der App einsehen, die wir hier an der Schule haben. Die ist auf den Tablets der Schülerinnen und Schüler auch installiert, also dann zukünftig auch auf deinem Tablet. Du kannst sie aber auch auf deinem privaten Handy installieren. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist der Stundenplan der 9a nach den Ferien. Und du kannst da immer sehen, wann welche Stunde ist. Viel Spaß bei uns an der Schule. Ich freue mich. Die Fachgruppe Physik begrüßt euch am Helmholtz-Gymnasium. Im Physikunterricht führen wir interessante Versuche durch und beschäftigen uns mit spannenden Theorien. Zwei Schüler haben für euch bereits ein kleines Experiment vorbereitet, welches ihr zu Hause durchführen könnt. Wir zeigen euch heute ein Experiment. Das könnt ihr gerne zu Hause durchführen und dafür benötigt ihr zwei Gläser, zwei Strohhalme und ein weißes Glas mit Wasser. Während mein Assistent das reinpustet, müsst ihr da achten, dass die Strohhalme unten auf dem Boden liegen. Und während mein Assistent da reinpustet, schüttel ich da auch Wasser rein. Und das könnt ihr gerne zu Hause Wir gestalten gerade einen Plattencover in der Klasse 7. Anhand der Darstellung sollte man erkennen, um welche Musik es sich handelt. Kontraste, kräftige Farben und eckige Formen lassen auf eine schnelle und laute Musik schließen. Pastelltöne und runde Formen auf eine ruhige und sanfte Musik. Mein Name ist Ivan, ich bin aus der 7D. Ich finde am Religionsunterricht, dass man eine freie Meinung haben kann und dass es auch andere Themen gibt, nicht nur über das Christentum. Mein Name ist Stefan Draganic aus der Q2. Das Besondere am Religionsunterricht ist, dass jeder freiwillig hier sein kann, also er keine Pflicht hat. Und dadurch, dass jeder freiwillig hier ist, ist er aus Interesse hier und man hat Spaß an dem Fach.
Schönen guten Tag, mein Name ist Ömer aus der Q2. Das Besondere am Religionsunterricht ist, dass man in kleinen Gruppen ein besonderes Verhältnis zu den Mitmenschen führt. Man hat ein familiäres Verhältnis und man hat immer wieder Spaß, am Unterricht teilzunehmen. Mein Name ist Jörn Obenhaus. Ich bin Lehrer am Helmholtz-Gymnasium und unterrichte die Fächer Deutsch, Religion und Latein. Herzlich willkommen im Religionsunterricht. Hallo ihr Lieben, ich bin Anna Schäfer. Und ich bin Alexis Kuhn. Und wir beiden sind für den Ganztag zuständig. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was außerhalb des Unterrichts passiert, wie zum Beispiel die AGs. Oder auch Dinge, die in den Lernzeiten passieren. Zum Beispiel kriegt jedes Kind bei uns einen solchen Lärmschutzkopfhörer oder auch einen Lernplaner. Das ist so ein Mitteilungsheft, in dem du alles, was Mist. Alles, was Mist ist. Entschuldigung. Alles gut. Einfach nochmal. Ja. Boah, richtiger Kameramann, ja. Scheiße, was ich vor. Ich habe auch gerade so gemacht, irgendwie so. Hallo ihr Lieben, ich bin Anna Schäfer. Und ich bin Alexis Kuhn. Und wir beiden sind für den Ganztag zuständig. Das heißt, wir kümmern uns um viele Dinge, die den Unterricht bereichern und außerhalb des Unterrichts stattfinden, wie zum Beispiel unsere AGs. Aber wir kümmern uns auch um Dinge, die in den Lernzeiten passieren. Dort kriegt zum Beispiel von uns jedes Kind einen solchen Lärmschutzkopfhörer. Und alle Kinder, die bei uns am Gymnasium anfangen, kriegen einen solchen Lernplaner. Der sieht jedes Jahr ein kleines bisschen anders aus. Und hier kann man alles eintragen und nachlesen, was in unserer Schule wichtig ist. Den Schulvertrag, die wichtigsten Telefonnummern, wie die Lehrerinnen und Lehrer heißen. Und hier trägt man ein, welche Lernzeitaufgaben man gemacht hat. Und du wirst ihn dir genau angucken können, wenn du ihn hast. Das ist ein total praktisches Mitteilungsheft. Bei uns gibt... Cut! Wir können es kaum erwarten, euch bei eurem nächsten Schullaufbahnabschnitt zu begleiten. Und man hört das. Wir müssen die zumachen. Und man also, hört... Das ja. Ist, aber trotzdem, du bist voll in der Du-Form gewesen. Davor hast du gesagt, wenn ihr am Gymnasium anfangt, wer wird hier eingestellt? Hallo? Ja! Ans Gymnasium kommt man, dafür wird man nicht eingestellt. Gut. Also Herr Kuhn. Jetzt wird Herr Streter. Die Frau Schäfer war mega jetzt in der Rolle. Wird der Streter richtig streng. Zack. Lass uns machen, wir haben nicht mehr viel Akku. Okay, dann schnell. Eine schnelle Runde.